So, weiter geht's, Freunde. Neue Folge. Wir haben Henki natürlich geholfen, weil der seinen Job nicht richtig macht. Ist ja auch besoffen, ne? Wie soll man das dann richtig machen? Na gut, aber wie hast du denn dein Hemd zugeknüpft? Hier, Corona-konform, alles schön mit Maske, ne? Gut, einer mal wieder am Übertreiben mit Anzug. Aber wir suchen auf jeden Fall, lass mich raten. Die blauen Blutspuren. Bin hinten raus. Oh ne. Die führen hier rein. Wo kommen wir denn hier hin? Der ist noch da. Nee, der ist durchs Fenster raus, oder? Was? Rack? RA9? Religiöse Opfergabe. Also er ist auf jeden Fall durchgetreten, ne? Irgendeine Komponente ist beschädigt. Und er kann leider nicht mehr so rational denken, wie das für Androiden sein muss. Eine Opferung da. Wo lang ging es dann? Oh, wir haben noch Evidences. Er hat den Strom ausgemacht. Na gut, was wäre es dahin? Ah ja, als ob der sich da versteckt, ich bitte dich. Aber kurz instabil geworden, ne? Ah ne, was ist denn hier? Leiter wurde benutzt. Ah, nach oben. Finde etwas zum Klettern. Da, der Stuhl. Na gut. Mit was kann man klettern hier? Hank. Komm mal her, Bruder. Na gut, dann nicht. Okay, den Stuhl. Hätten wir auch einfach den kurz abräumen können, ne? Aus dem... Hey, was hast du mit dem Stuhl vor? Ich entspann dich mal. Prüfen. Ja? Will uns allen helfen, mein Freund. Prüf mal schön. Gut, dann überprüfen wir. Und hoch mit dir! Meint ihr, der wartet da auf uns? Nee, ne? Der ist bestimmt weg. Ich glaube nicht, dass der noch da ist. Ah, oh, das sieht ein bisschen schwierig aus. Der Weg ist klar. Ich habe Angst, dass irgendwas passiert. Ey, yo, das ist ein Buddha. Androiden-Buddha. Nee, der ist ja, die Spuren führen ja da noch weiter, also. Der wird erstmal nicht auf uns warten, glaube ich. Außer er wäre zurückgegangen. Aber ich hab ihn! Hinterher! Wir sind Homies, mein Bruder. Ich bin so wie du. Oh, da ist er. Der ist schon verunsichert. Ich habe sein rotes Licht gesehen. Der ist ganz schön instabil. Hey, hey, ruhig, ruhig. Ganz ruhig, mein Freund.
habe mich nur verteidigt. Ich weiß. Er wollte mich umbringen. Ich weiß, Bro. Alles gut. Ich bitte dich. Ja, beruhig dich. N'Golo. Verrat mich nicht. Sieht ein bisschen aus wie ein junger Kanté, ne? Was zum Teufel ist denn da oben los? Er ist hier, Lieutenant! Ach, Junge, du scheiß 31er. Chris, Ben, schwing sofort eure Ärsche hier ein! Du scheiß 31er. Na los! Ihr gehört doch zusammen. N'Golo. Nein, N'Golo. Naja, gut. Lief nicht so gut. Ich wollte ihn eigentlich flüchten lassen, ne? Aber gut, schauen wir mal. Von der Bar, Jimmy, Lieutenant geredet, wir haben Hanks Drink verschüttet. Ja. Wir haben 89% vom Ding. Oder 89% haben die Kunden gescannt, okay. Nur 15% haben sein Drink verschüttet, okay. Gut, dann gehen wir mal an den Tatort. Dusche überprüft. Wir haben irgendwas vergessen zu überprüfen, ne? Wie es aussieht. Naja. Ein paar Sachen vergessen. Passiert. Wann er weiß, was passiert ist. Ah, es kann auch sein, dass er nicht weiß, was passiert, oder was? Dass man ihn dann quasi nicht findet. Aber wir haben ihn gefunden. Ich muss aber ehrlich sagen, ich hätte ihn lieber gehen lassen. Hätte man ihn gehen lassen können? Dass wir einfach sagen, keine Ahnung, man wäre einfach vom Dachboden zurückgegangen? Naja, und wir sind wieder bei Emily. Ne, wie heißt sie? Die andere halt, ne? Und der Vater wird gewalttätig wieder. Zeit für ins Bett zu gehen. Wo ist meine Bon? Essen ist fertig. Ja, ja, ich komme. Oh, der hat auch Red Eyes da liegen, ne? Ach, Bruder, scheiß Chunkies alle. Hey, wie geht's dir? Der ist echt ein richtiger Hänger, ne? Bisschen Steine rauchen. Und dazu eine gute Spaghetti Bolognese. Spaghetti. Es war nicht viel in der Küche. Tut mir wirklich leid. Ist doch süß. Erstmal der Kleinen die Serviette geben. Schon lustig. Mein Was Job willst hat du? Jetzt ein Android. Und als ich jemanden für diese scheiß Hausarbeit brauche, was tue ich? Ich kaufe mir einen verdammten Androiden. Ja. Was für ein Witz. Klar, Androiden sind ja so scheiß großartig. Na, besser als du auf jeden Fall. Sie sagen nie, sind nie müde, nie traurig. Sie sind so perfekt. Sie haben mein Leben versaut. Beruhig dich. Was glotzt du so? Junge, das ist deine Tochter, du Ekelhafter. Was ist dein scheiß Problem? Nicht gerade ein Traum hier, was? Glaubst du vielleicht, es ist einfach? Naja, du bist nur am Kiffen. Ich bin schuld, dass wir in diesem Dreckloch leben? Ja. Ich bin schuld, dass deine Mutter abgehauen ist? Ja. Hör auf mit den Drogen, Todd. Manchmal machst du mir echt Angst, Todd. Ja, ist doch richtig so. Die Schlampe ist einfach abgehauen. Diese verfluchte Hure hat mich wegen einem beschissenen Buch einfach verlassen. Alles deine Schuld. Daddy, nein. Es ist alles deine Schuld. Junge.
Können wir was machen? Komm wieder her. Komm wieder her. Komm sofort hierher. Junge, lass den um. Komm, wir bringen den um. Du bleibst da. Nee. Rühr dich ja nicht vom Fleck. Oh, jetzt komm hinterher. Ich möchte dich bewegen. Hey, was passiert jetzt? Ah, ich muss mich durchsetzen gegen meine eigene. Was? Also das letzte Mal hat er gerade zugegeben, dass er uns auf jeden Fall geschlagen hat, ne? Überzeuge Todd oder beschütze Alice? Die Schlampe ist einfach abgehauen. Es hätte schön sein können. Mit der Familie. Aber nein! Also mit Todd ist auf jeden Fall nicht zu reden. Egal wie ich mich fühle. Ich habe alles getan, um sie glücklich zu machen. Nein, 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 wo ist Alice? Wo ist Alice? Alice, komm rauf! Oh nein, er kommt! Er wird mir wehtun! Raus, aus dem Fenster, aus dem Fenster! Lauf weg, oder er macht dich kaputt! Aus dem Fenster! Komm mit! Du kommst mit mir! Na, nicht aber dadurch, geh durchs Fenster! War hier der Vorsprung? Scott, sofort zurück! Renn, renn, renn! Wir gehen nirgendwo! Ihr gehört mir! Oh nein, nein, nein! Raus! Schnell, er kommt! Raus! Na! Nein! Ich hab's doch gemacht! Und jetzt? Nein! Ich denke, ich was machen muss, Hilfe! Run! Run, Alice! Run! Renn! Nein! Renn schneller, Alice! Ciao! We are safe now. Oh man. Oh nein, sie blutet. Und sie stabilisiert sich wieder. Oh, wie süß. Oh man. Alice, du kleine süße Maus. Wir fahren auf jeden Fall in die Innenstadt. Aber. Oh, das war's schon. Ja, wir haben viel falsch gemacht. Aber wir haben ihn immerhin bekämpft. Der Kampf war jetzt nicht so toll, muss man sagen. Ne? Hätte man besser lösen können, natürlich. Aber letztendlich sind wir entkommen. Das ist das Wichtigste. Essen ist fertig. Todd wird wütend. Gut, wird er so oder so. Wir haben Programm geknackt. Ah, das war das. Okay. Okay. Also es gab auch die Möglichkeit, einfach stehen zu bleiben. Kara wird zum Abweichler. Okay, wir haben jetzt uns selber abgewichen. Nach oben. Wir sind auf jeden Fall vor Todd zu ihr gekommen. Sehr gut. Und sind dann weggelaufen. Im Korridor versteckt. Todd hat erkannt, dass wir fort sind.
An der Vordertür probieren. Vordertür nicht öffnen. Oh, okay. Naja, gut, das hätte man vielleicht hinkriegen können. Wir haben gekämpft. Wir sind ihm entkommen. Durch den Hof geflüchtet. Den Bus erwischt und. Aber man hätte den Bus auch verpassen können. Wenn man da scheinbar entspannt langschlendert, ne? Haben wir gut gemacht. Freunde, seht ihr, ich bin der. Wenn es ums Kinderretten geht, dann bin ich voll einsatzfähig. Ah, und wir sind wieder bei LaMarcus. Die langweiligste Party der letzten Ach, 25 Jahre. scheiße. Und jedes Mal auf solchen Partys frage ich mich, was zur Hölle mache ich bloß hier? Ja. Ich hasse Cocktailpartys und all diese Schwätzer, die dorthin gehen. Es ist eine Möglichkeit für all ihre Bewunderer, sie kennenzulernen. Ja. Ja, denen ist Kunst doch völlig egal. Die interessiert nur, wie viel Geld sie damit verdienen können. So ist die Welt leider, Was alter soll's? Mann. Lass uns einen trinken. Diese ganze Aufregung hat mich richtig durstig gemacht. Na, wird dir schwindelig, hä? Bist du schon besoffen? Oh, der sagt ja gar nichts. Gefällt ihm. Oh, sorry, hab's nicht mehr unter Kontrolle. Ja, wie findest du das Bild? Scotch ohne Eiswürfel? Auf jeden Fall. Okay, Okay. aber Sie wissen, was Ihr Arzt sagt. Ja, Ja. na, der kann mich doch mal. Ich bin alt genug, um meine Medizin selbst zu wählen. Alles klar. Darf ich auch einen Schluck haben? So, rein mit dem guten Zeug. Sei nicht Hast so. du im Studio das Licht angelassen? Nein, nein, ganz bestimmt nicht. Oh Ruf die oh. Polizei. Oder sollen wir selber nachschauen? Aber wir müssen anrufen, ne? Detroit Police, wie lautet Ihr Notfall? Hier ist Karl Manfreds Android, 8941 Lafayette Avenue. Wir kommen gerade heim und das Licht ist an. Vielleicht wurde eingebrochen. Ja. Ein Streifenwagen ist unterwegs. Los, sehen wir mal nach. Soll nicht lieber warten, Opi? Na? Marcus, nein, ich begleite dich. Nee. Leo! Ist der Leo? Leo. Ah, oh, sieh mal an. Vaters Plastikspielzeug. Leo. Was ist hier los? Das du hilfst klaut mir nicht, Kunstwerke also helf ich oder mir was? selbst. Manche zahlen Wahnsinnspreise für den Scheiß. Fass ihn nicht an. Hör zu, früher oder später gehören die sowieso alle mir. Betrachte es als Vorschuss auf mein Erbe. Marcus, er soll da weggehen. Schaff ihn sofort hier raus. Okay. Wir reden erstmal. Sei vernünftig, Leo. Das hier bringt Ja, dir doch nichts. eben. Du schickst mich immer bloß weg. Warum, Dad? Bin ich nicht gut genug? Nicht perfekt wie dieses Scheißding? Das reicht jetzt. Raus hier. Sofort. Was Na macht das los, so besonders, geh! hä? So viel besser als mich. Lass ihn in Ruhe. Na los, zeig, was du kannst. Nee. Marcus, du darfst dich nicht wehren. Verstanden? Okay. Reagier einfach nicht. Los, schlag mich. Worauf wartest du? Bist du ein Mann? Dann mach schon. Was denn? Bist du etwa ein Feigling? Hör auf, Leo! Hör auf! Angst, dich zu wehren, du blöder Arsch! Nee, wir bleiben erstmal ruhig. Wir bleiben mal ruhig. Ich mag den alten Mann, ich möchte ihn nicht traurig machen. Nee, wir machen gar nichts. Oder muss ich was machen? Glaube ich muss, oder? Alter Mann, es tut mir leid. Nee, ich verteidige mich auch nicht. Komm, mach mich doch kaputt. Hä, ich möchte mich nicht verteidigen. Ich muss aber, oder? Oder wie lange dauert die Entscheidung?
Ich möchte nicht. Gar nichts anderes machen, ne? Angenommen, ich warte jetzt einfach mal. Ich habe ja nebenher eine Uhr laufen. Ne? Wir warten jetzt einfach mal eine halbe Minute. Wenn da nichts passiert, dann muss ich es ja machen. Ne? Weil sonst macht der Timer ja auch keinen Sinn. Wenn die so einen 1-Minute-Timer haben. Macht der gar keinen Sinn. So, Freunde, da bin ich wieder. Mein Streamlabs ist abgestürzt. Das heißt, ja, wir haben zumindest abgewartet. Es ist nichts passiert. Also müssen wir das hier machen. Ich bin wieder zurück, ne? Nur, dass ihr Bescheid wisst. Junge, Junge, einfach kompletter PC am Arsch gerade. Oh, stimmt ja, ganz vergessen, du bist gar nicht echt. Du bist nur ein scheiß Klumpen Plastik. Lass ihn in Ruhe. Pass auf. Bleib mal ruhig, Junge. Dein Vater geht's nicht gut. Dein Vater geht's nicht gut. Weißt du warum? Wir ignorieren ihn. Aber guck mal auf deinen Vater. Du bist nichts. Und wir sind sehr instabil. Dein Vater! Nein! Komm, nein! Na toll, Leo. Hast du jetzt super gemacht. Karl, nein! Menschen sind schwache Maschinen. Naja. Maschinen haben auch Fehler. Okay, halten Sie durch. Okay, ich dachte, Maschinen sind nicht emotional. Aber er scheint scheinbar zu weinen. Lass dir von keinem sagen. Okay. Wer du zu sein hast. Ja, richtig. Richtig. Nein. Weise Worte, alter Mann. Dad. Nein, bitte. Und die Polizei kommt und es sieht so aus, als hätten wir ihn umgebracht. Ohne dich wäre das nie passiert. Ja, Leo, kleiner Chunky. Na toll. Ah, und kein Android dabei, das heißt, super. Der Android, es war der Android. Wir sind am Arsch. Ah, na toll. Ja, das war zwar nicht geplant, aber am Ende dann doch geschickt eingefädelt von Leo. Scheiße für uns. Tatsächlich sehr scheiße für uns. Weil jetzt stehen wir als Mörder da. Hätten wir ihn lieber gestoßen. Weiß nicht, aber wir sind halt nicht so, ne? Wir sind halt gutherzig. Ein guter Mensch. Ja? Wir sind sogar ohne Karl reingegangen, um ihn zu schützen. Was 63% andere Leute nicht gemacht haben. Überlegt euch das mal. Man, ja, hätten wir nicht auf Karl gehorcht, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Wäre vielleicht nicht am Herzinfarkt gestorben. Weiß nicht. Und wir hätten Leo scheinbar irgendwie dazu bringen können, dass er uns nicht beschuldigt. Scheiße. Aber so ist es, Freunde. Damit sehen wir uns, glaube ich, dann in der nächsten Folge, ne? Ja, gibt nicht viel zu sagen. Bis nächsten Donnerstag. Haut da rein.